Hallo liebe YouTuber, Valentinstag rückt näher und klassisch ist ja der rundgebundene Strauß mit roten Rosen, den man seinen Liebsten, egal ob es die Mama ist oder die Tochter oder die Männer den Frauen oder andersherum, man schenkt eigentlich immer denen, die man sehr, sehr gern mag, zu Valentin rote Rosen oder wenn die was anderes wollen, natürlich auch was anderes, aber es ist einfach der Klassiker. Und deswegen werden hier auch nächste Woche Fluten von roten Rosen sein. Und damit ihr auch rechtzeitig was Schönes machen könnt, zeige ich eine einfachere Idee, eine schöne Sympathiebekundung mit einer roten Rose. Man kann ja auch einen Gutschein für einen Rosenstrauß schenken. Und ich habe hier ganz tolle rote Rosen. Die haben eine wunderschöne Öffnung, einen ganz knackigen Kopf. Das ist die Rose Everett. Gibt auch die Rosenred Naomi, es gibt ganz viele Sorten, aber das ist jetzt auch eine sehr, sehr schöne. Ich habe extra ein paar Blätter abgemacht, damit der Kopf mehr Kraft hat, weil bei Rosen ist es so, wenn die ganz viel Laub haben, dann ist der Kopf, leider Gottes, kommt da nicht so viel im Kopf dann an und dann nehmen die Blätter dem Kopf auch an Kraft und wenn man viel Blätter abmacht, dann ist es natürlich sehr, sehr gut für die Haltbarkeit. Und ich habe bisschen was mitgebracht, wie man diese Rose schön dekorieren kann und ich zeige auch ein paar Optionen. Meine erste Option ist, man nimmt eine schöne rote Rose, möglichst langstielig natürlich. Und zum Thema rote Rose und langstielig muss ich auch noch sagen, wenn man die roten Rosen in den Strauß bindet und die sind dann so schön eingekuschelt, ja, wie man sieht, dann halten die auch deutlich länger, wie wenn die jetzt so ganz allein in der Vase stehen. Also der Grund ist, die Rose verdunstet viel mehr Wasser, wenn der Kopf jetzt so ist. Und die kann natürlich, wenn sie dann ein bisschen reifer ist, kippt die ja so ein bisschen um meistens. Das kann die hier überhaupt nicht, weil die ist richtig reingebettet. Ja. Und das ist auch der Grund, warum die rundgebundenen Sträuße länger halten. Wenn mich die Herren der Schöpfung fragen, wie wir es denn vorschlagen zu binden, dann schlage ich immer vor rundgebunden. Zum einen haben die meisten Leute schöne Vasen für rundgebundene Sträuße und zum anderen halten die einfach länger und das finden die Leute auch ganz toll. Ich habe hier so rot gefärbte Naturstäbe. Das finde ich dann immer schön, wenn man so ein bisschen was dazu macht. Und, ach Moment, ich wollte noch ein schönes Gras. Gräser sind auch immer schön. Es gibt ganz viele Gräser, es gibt Stielgras, es gibt Typhagras, also das hier ist jetzt Stielgras. Stiel kann man so ein bisschen übersetzen wie Stahl, also das ist auch sehr fest. Das kann man gut nehmen, dass es so ein bisschen Leben bringt. Das hier ist ein Typhagras, das ist so ein breites Gras. Es gibt auch noch Lilligras und Bärgras und ach, es gibt ganz viele, aber die zeige ich einfach in den nächsten Videos. Und ich brauche natürlich ein bisschen Grün, dass wir so ein bisschen Leben haben an der Rose, nämlich etwas Heidelbeere. Ich möchte auch da nicht so viel. Heidelbeere kann man wunderschön brechen und die binde ich jetzt hier dazu. Und was ich bei der Rose gern machen möchte, ich würde gern ein Herz dazu machen. Damit ich die Rose jetzt fixiert habe, binde ich jetzt erstmal und dann können wir uns auch mit dem Herz beschäftigen. Wenn ich den Bast binde, gab es ja auch schon manchmal die Frage, ich nehme den Bast, schlinge den einmal um den Finger rum und dann schlinge ich ihn nochmal um diese Schlaufe rum. Da haben manche schon gefragt beim Thema Straußbinden, wie ich das mache. Wenn ich das zweimal verschlungen habe, dann kommt der Bast, wird er nicht locker und ich erspare mir das, den Finger drauf zu drücken. Und dann kann ich ganz locker noch die zweite Verschlingung machen und mache den Knoten und er hält dann auch sehr schön, sehr fest. Das heißt, meine Basis für meinen Herzstrauß ist gemacht. Jetzt kann ich das Typhagras, also ich brauche eigentlich nur zwei Blätter Typhagras, die kann ich nehmen. Kann ich jetzt mal so schön vor mir zeigen. Und ich kann dann dadurch mit natürlichen Materialien ein Herz gestalten. Ganz einfach und locker. Und gibt natürlich da auch noch verschiedene Varianten. Was man immer machen kann, ist
noch ein bisschen dekorieren. Man könnte jetzt diesen roten Wollfilz entweder auf dem Typhagras festtackern oder kleben. Aber man kann auch, ja, kleben ist eigentlich eleganter, weil dann sieht man natürlich nicht dann sieht man nicht diese Spur. Ja, das ist eine Variante, wie ich das Typhagras schön mit Rot betonen kann. Natürlich auch die andere Seite. Es gibt viele verschiedene das ist ein Filzdocht. Den gibt es so in ganz dünn. Dann gibt es den Filzdocht noch etwas dicker. Ich habe gerade den etwas dickeren genommen. Man kann natürlich auch ein schönes Band nehmen. Also den Bestelllink für so einen Filzdocht, den mache ich hier auch nochmal in die Beschreibung rein. Das ist die Variante mit Typhagras. Ich mache das jetzt aber wieder auseinander, das Typhagras, weil ich möchte natürlich noch eine Variante zeigen. Das ist mir zu einfach nur eine. Man kann auch, wenn man es ein bisschen größer haben will, das Herz. Also man braucht immer lange Blätter oder lange Gräser. Man kann natürlich auch so ein Herz symbolisieren mit Blättern. Und auch da würde ich wieder den Wollfilz oben drüber laufen lassen oder ein Band oben drüber laufen lassen, um das Rote von dem Herz zu betonen. Ich sage jetzt nicht mehr Ä dazwischen. Irgendjemand hat geschrieben, das Ä ist blöd. Ich bemühe mich, ich lerne auch dazu. Vielen Dank für die Hinweise. Das ist das Herz. Und da kann man auch optional ein etwas breiteres Band drüber laufen lassen. Natürlich nicht nur den Wollfilz. Ich habe jetzt das breite Band hier nicht hingelegt, obwohl finde ich eigentlich auch schön. Weniger ist manchmal mehr. Ich finde es auch sehr, sehr hübsch. Und ich finde es auch schön, die Farbwirkung mit diesen roten Holzstäben. Es ist einfach, dass so ein bisschen Farbe ist. Heidelbeere ist wichtig, weil ansonsten wäre das so nackig da oben. Und man hat immer noch genügend Länge, um das Ganze in eine schmale Vase zu stellen. Wobei ich es auch dann hier abschneiden würde. Aber man braucht eine schmale, lange Vase. Und wer keine schmale, lange Vase daheim hat, kann auch immer noch eine schöne Weinflasche nehmen. Oder ich nehme zu Hause ganz gern, wenn wir einen schönen Champagner getrunken haben. Ist auch immer eine tolle Erinnerung. Nehme ich eine schöne Champagnerflasche und da eine rote Rose rein. Ist auch ein ganz tolles Souvenir. Und dann gibt es noch eine letzte Idee. Es gibt sehr, sehr schöne Blätter namens Galaxblätter. Ich nehme einfach mal die ganze Dose mit rüber. Das sind Galaxblätter. Die gibt es in verschiedenen Färbungen. Gibt es aber nicht immer. Ist einfach Natur. Ist nicht immer alles da. Die sind grün gefärbt. Auch das ist Natur. Die haben manchmal ein Loch und manchmal ein Fleckchen. Wir bekommen auch nicht alles perfekt. Und es ist auch okay, dass das auch mal im Video so gezeigt wird. Das ist ein Galaxblatt. Das hält sehr, sehr schön. Die werden auch als Umrandung für den Brautstrauß sehr gern genommen. Das zeige ich dann irgendwann wieder in einem anderen Video. Und da es für Valentin ist, finde ich es am schönsten, wenn wir natürlich so ein schönes rötliches Blatt nehmen. Und also nach meiner Vorstellung würde ich jetzt zwei Blätter nehmen. Eins, das ich hier so als Deko so ein bisschen hinten anstelle. Und dann würde ich auch noch ein zweites Blatt nehmen. Ja, das hat hier ein kleines Fleckchen, auch einen kleinen Riss. Das Fleckchen hätte ich jetzt überdeckt, aber. So. Und dann würde ich dieses Blatt hier nehmen, noch eins hier unten, das ich an die Stiele mache. Und da wir ja Valentin haben und da ich ja das Thema Herz gerne betonen möchte, würde ich da hier mit Heißkleber ein Herz draufkleben. Ja, das sind meine Ideen zum Thema Herz und Rose und wunderschöne Dekoration. Also es ist ganz einfach, eine rote Rose. Man kann auch noch einen kleinen Gutschein dranhängen, wenn man dafür später den Strauß als Gutschein schenken will. Und ansonsten hoffe ich, dass mein Video dir gefallen hat. Es kommen noch zwei andere zum Thema Valentin und ein wunderschönes Rosenherz zum Thema Valentin habe ich gezeigt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage einfach bis ganz bald. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Macht's gut. Tschüss.